Gebe ich einfach mal das Wort frei für Christoph Czepanski. Richtig ausgesprochen? Fast, aber ich bin das schon gewohnt. Seit der ersten Klasse versuchen die Leute, meinen Nachnamen korrekt auszusprechen, was ich jedes Mal hochachte. Das heißt Czepanski, ganz einfach. Czepanski, genau. Okay. Gut. Ja, ich bin Christoph Czepanski vom Projekt Tideritter.de. Wir versuchen mit allen Mitteln die Ritterlichkeit zurück ans Wasser zu bringen. Unter anderem machen wir aber auch Tests für bekannte, befreundete Unternehmen oder bekannte Unternehmen. Und hier haben wir zum Beispiel drei Räucherofen aus dem Hause Edinger Shops, die uns zur Verfügung gestellt werden, mit denen wir einen Test machen sollten. Und zwar geht es um diese Heizspiralen, das Ganze einfach mal zu testen. Nur ist es halt so, die testet man am besten, indem man Fische da reinhängt. Und im besten Falle sind es halt Forellen oder Aal. In unserem Fall sind es ganz wunderbare Lachsforellen. Und um drei Öfen zu testen, mit A zum Beispiel 30 Fischen in zwei Durchgängen, also pro Durchgang rund 15 Fische, hat man nachher natürlich trotzdem 90 Fische übrig. Wofür braucht man 90 Fische? Und darum haben wir uns den Gedanken erlaubt, dass der Trittauer Tafel zu spenden und eben halt zur Verfügung zu stellen. Und bisher ist es sehr, sehr gut angenommen worden. Ich freue mich riesig. Wir sind hier bei der Tafel. Wir werden nicht drüber schwenken. Und die Leute, die hier sind, einfach in Ruhe lassen. Genau. Wie seid ihr auf die Tafel gekommen? Meine Schwiegermutter ist hier zweite Vorsitzende. Ja. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht eine Sache wäre, was hier Anklang finden könnte. Und dann habe ich nachgefragt und dann sagte sie mir, Mensch, das kann ich alleine gar nicht entscheiden, aber ich frage einfach mal nach. Und das wurde mit mehrheitlicher Übereinstimmung halt angenommen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, finden wir einfach einen Tag mit schönem Wetter, wo das Ganze repräsentativ dann auch noch stattfinden kann und sich die Leute richtig freuen. Und wie man gesehen hat, die Fische der ersten Räucherstunde sozusagen sind fast alle weg. Und ja, wir haben zum Probieren was hingelegt, was die Leute einfach mal, wer das noch nicht kennt, Testen sozusagen, wurde auch ganz toll angenommen. Der ist hier fast leer genagt und es hat halt einfach super funktioniert. Ja, ich durfte ja ein bisschen zugucken und es war wirklich ein großer Andrang hier, eine schöne Sache. Was macht Christoph Czepanski sonst, wenn er nicht Tideritter ist? Eigentlich berate ich Unternehmen, also große und mittelständische Unternehmen, bei ihren Dynamisierungskonzepten für Online-Marketing im deutschsprachigen und amerikanischsprachigen oder englischsprachigen Internet. So brauchten wir mal, nachdem Google sämtliche Algorithmen immer weiter umgestellt hat, brauchten wir ein echtes Projekt mit echtem Traffic und einer echten Marke, also einem echten Traffic innerhalb einer bestimmten Zielgruppe, um weitere Tests zu machen zu können. Und diese Tests, dafür war eigentlich Tideritter mal nur gedacht und das hat sich ganz anders entwickelt. Und deswegen haben wir uns gesagt, hey, das ist so ein cooles Projekt, das funktioniert wirklich unglaublich gut innerhalb dieser kleinen Nische der Angler. Hey, dann machen wir einfach mehr da draus und versuchen einfach die Botschaft, die wir eigentlich schon immer versucht haben zu transportieren, einfach in dieses Projekt reinzukriegen. Und das hat super gut geklappt. Ja, eine schöne Sache. Die Herrschaften von der Tafel haben sich auch sehr drüber gefreut. Ist ja auch mal eine besondere Aktion. Ja. Und wir haben mal keinen Fisch. Na gut, ein paar gibt's, aber ich gehöre nicht dazu. Ja. Ist auch halt gesund. Und vor allem mit den Heizspiralen, das habe ich auch, weil hierfür habe ich extra noch mal ein, man sagte früher Gesundheitszeugnis, heute heißt das eine gesundheitstechnische Belehrung, glaube ich, gemacht, also so ein Gesundheitszeugnis ganz frisch und dabei haben die mir auch beigebracht, dass ganz wichtig ist zum Beispiel bei sowas, natürlich klar immer Handschuhe anziehen, alles desinfizieren und so weiter und so fort und die Heizspiralen sondern viel, viel weniger Schadstoffe ab, als zum Beispiel, wenn ich da jetzt Kohle reinschmeiße oder ein Stück Holz direkt anzünde. Und von daher ist das hier nicht nur eine echt leckere Art, die Fische zu räuchern, sondern auch noch so ziemlich die gesündeste, die gerade geht. Okay, gut. Wird es denn im Nachklapp eine Möglichkeit geben, das Ende des Tests zu erfahren? Ja, klar. Gut, dass du fragst. Ja, also. Auf tideritter.de werden wir das natürlich veröffentlichen in zwei Videos. Also jetzt ist schon mal grundsätzlich das Ergebnis des Unboxings, also des Auspackens und Aufbauen, ist jetzt schon online. Kann man sich auch angucken. Dazu gibt es dann jetzt demnächst dann auch noch ein Video. Und hiervon wird es dann auch noch ein kleines Video geben, wobei wir genauso die Identität der Kunden der Tafel schützen, wie du das auch machst. Ziemlich großartig. Aber es geht halt darum, einfach mal zu zeigen, was wir hier so gemacht haben. Genau. Und das findet man auf tideritter.de. Und wenn jemand Interesse hat, Kontakt zu dir aufzunehmen, findet er alles Nötige auf tideritter.de. Genau, richtig. Ja, und zur perfekt. Not, die E-Mail-Adresse ist einfach fisch auf Englisch geschrieben @tideritter.de. Ja, perfekt. Sehr Dann bedanke schön. Ich mich.
freue mich, dass du angerufen hast und ich war auch gerne hier. Ich finde so eine Aktion toll. Vielen Dank. Und dann berichte ich auch gerne. Großartig, vielen Dank.